vielen Dank für deine Einladung. Wie gesagt, ich bin einer der vier Gründer von Psycross. Das sind die anderen. Rona sitzt gerade in Mexiko. In Mexiko. Vacation. Und Pascal kümmern sich hauptsächlich um unseren Tech-Stack bei Psycross, um das Produkt und die Features. Was wir machen, ist, wir bauen eine Lösung für, naja, es hat angefangen mit company-internem Podcasting und es geht mehr und mehr Richtung asynchrone Kommunikation und ein paar Flows. Ich habe heute aber eher einen Impuls mitgebracht mit, was sehen wir momentan bei Kunden, was ist so passiert, was sehen wir zum Thema Kommunikation, und will gar nicht zu sehr auf Psycross eingehen, sondern das sind eher Sachen, die, wie gesagt, wir mit unseren Kunden diskutieren, die wir sehen, auch wo wir uns Gedanken drüber machen, wenn wir unser Produkt entwickeln und so weiter. Gerade gestern kam raus vom Global Future Today Institut die neuen Trendreports für 2022. Und ein Punkt, der dort aufgelistet war, war, die globale Pandemie hat ein Jahrzehnt des digitalen Wandels in wenige Monate verdichtet. Ich glaube, das ist was, wenn ich dran denke, wie wir im ersten Barcamp da saßen. Simon, ist das 2 Jahre her? Ja, Anfang letzten Jahres, genau. Da waren wir gerade so mitten in der Pandemie. Und ich habe nochmal die Slides von damals rausgesucht. Da ging es so das erste Mal um Remote. Vorher war es, glaube ich, noch undenkbar. Also ich habe selbst einen SAP-Hintergrund. Ich habe viele Corporate-Welten gesehen, würde ich behaupten. Und ich kannte viele und kenne heute noch welche, die gesagt haben, naja, das hätten wir so nicht für möglich gehalten, dass wir einmal plötzlich alles in Teams schieben oder in Slack und uns virtuell treffen, was vorher nur ein Passen war. Und das nicht nur in der internen Zusammenarbeit, sondern auch in der Zusammenarbeit unternehmensübergreifend, also mit anderen Kunden zusammen. Und ich denke tatsächlich, dafür war die Pandemie eigentlich ganz gut. Sie hat uns technologisch gezeigt und gechallenged, was eigentlich möglich ist. Jetzt, wenn ihr euch selbst mal fragt, welchen Einfluss hatte die Pandemie eigentlich auf eure Kommunikation, dann, wenn euch was einfällt, könnt ihr es gern raushauen. Wie gesagt, Chat sehe ich gerade nicht, wenn ich präsentiere, aber vielleicht könnt ihr euch auch unmuten und sagen. Gibt es jemanden, der da was hat? Super. Ja, das können wir auch. Was wir gesehen haben, ist, dass anstatt dass wir uns in Person treffen, treffen wir uns jetzt in Zoom-Meetings oder in Teams-Meetings. Also wir telefonieren, weil, und zwar mehr und mehr. Ich habe gerade letzte Woche noch mit Thomas Jenewein einen Podcast aufgenommen und hat er erzählt, dass er mal jemanden getroffen hat, der in drei Meetings gleichzeitig war. Was natürlich immer zeigt mit, also es ist ja nicht so, als hätte man vorher in Person nur ein Meeting gemacht, sondern man saß oft in Meetings und hat sich gelangweilt und hat dann hier angefangen, auf diesem kleinen Ding da rumzudaddeln und irgendwelche E-Mails gemacht oder andere Sachen. Aber das ist wo die Technologie uns voraus ist. Also die Technologie gibt uns einen Scaling-Faktor, den wir eigentlich menschlich so noch nicht bedienen können, weil es führt dazu, dass wir gar keine Breaks mehr haben. Ansonsten muss man wenigstens von einem Meetingraum in den nächsten laufen. Mit Zoom-Meetings erwartet eigentlich jeder, dass ich ja direkt im Anschluss an das letzte Meeting im nächsten Meeting sein kann. Was wir auch gesehen haben, das ist eine Studie von Microsoft. Die haben festgestellt, im September 2020, dass sie 55% mehr Meetings pro Woche seit der Pandemie verzeichnen, wenn sie aufs Teams gucken. Was schon heftig ist. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte vorher schon viele In-Person-Meetings. Und wenn ich sage 55% mehr, also fühlt sich auch bei mir, bei den SAP-Kollegen genauso an, würde ich behaupten. Es ist einfach mehr geworden. Es ist nicht weniger geworden, es ist nicht anders geworden, es ist einfach mehr geworden. Und meine Inbox sieht immer noch so aus. Auch das hat sich nicht geändert. Auch das ist einfach mehr geworden. Und da haben wir uns die Frage gestellt, naja, was hat sich jetzt in der Pandemie bis jetzt eigentlich an der Kommunikation wirklich verändert? Und wir kommen auf den Schluss, dass es verändert sich wahnsinnig viel in der Technologie. Aber was wir momentan nicht sehen, ist, dass es sich in unserem Verhalten verändert. Also wir sehen nicht, dass wir darauf entsprechend reagieren. Wir haben jetzt versucht, Sachen, die technologisch skalieren, dadurch abzufangen, dass wir
einfach mehr machen, als Mensch mehr machen. Und wenn man da zurückgeht, dann stellt man relativ schnell fest, eigentlich so ganz genau hat sich unsere Kommunikation schon ganz lange nicht mehr verändert. Wir haben früher Briefe geschrieben, da hat man ein paar Tage Zwischenzeit gehabt zum Denken. Ja, dann haben wir E-Mails geschrieben, das ging schon schneller. Irgendwann zählte E-Mail als, also je schneller ich antworte, insbesondere im Management, je besser, also es ist fast ein Statussymbol der Busyness, dass man sagen kann, man erwartet ja schon auf eine E-Mail innerhalb von 2 Minuten eine Antwort. Also es ist schon fast eher synchroner Chat als asynchrones Kommunikationsmedium. Letztendlich dann mit Teams und Slack ein bisschen bequemer geworden, weil man einfacher teilen kann, aber nicht weniger geworden. Und das Einzige, was wir heute wirklich asynchron haben, ist das Schreiben. Wir haben alles andere nicht. Virtuelles Videomeeting, Telefonieren, alles synchron. Und das Einzige, was wir haben, ist das Schriftliche. Und das haben wir so ad absurdum geführt, dass wir selbst das synchron nutzen. Und das ist so der Punkt, wo wir sagen, okay, da muss man irgendwie ansetzen, weil das ist nicht sustainable. Das werden wir dauerhaft nicht durchhalten. So mal davon auszugehen ist, dass die Technologie und die Veränderung, mit der wir konfrontiert sind, nicht nur mit der Kommunikationstechnologie, einfach noch weiter zunehmen wird. Deshalb gibt es auch immer wieder diese Beobachtungen, die Nina Schwab von BASR, wie gesagt, naja, wir hatten zu Beginn vor allem externe Zielgruppen im Blick, wenn wir über Podcasts geredet haben. Mittlerweile wissen wir, dass der Podcast auch intern wirkt. Und das ist ganz spannend. Viele Unternehmen erkennen das. Viele Unternehmen erkennen, dass Podcasts, und ich glaube, Christian war das vorhin, gell? Super erklärt, Podcasts haben eine bestimmte Wirkung. Und das hat man im Marketing relativ schnell erkannt. Also in der Außenwirkung für die Marke aufzubauen, ist es super. Intern nutzt man es nicht. Das ist nichts Neues. Also es dürfte dann überraschend sein, weil Unternehmen machen viele Sachen nach außen. Und lass uns dann intern, wenn man die eigenen Mitarbeiter anguckt, eher so unter den Tisch fallen. Das ist nicht ganz so wichtig, das kriegt man schon irgendwie hin, das läuft. Dabei bleibt halt viel Potenzial einfach auf der Strecke. Was wir auch gesehen haben, ist, dass in den Sachen, die wir jetzt getestet haben, also in unseren Piloten oder auch mit den Kunden, mit denen wir unterwegs sind, dass viele sagen, naja, wenn wir so E-Mail-Newsletter, wir haben den CEO-Newsletter genommen, das kann genauso gut ein Strategie-Newsletter oder sowas sein. Also wir haben immer nur versucht, so eine zentrale Firmenkommunikation zu finden, die vorher per E-Mail geschickt wurde und gesagt, wer von euch misst das eigentlich und wie ist so die Open Rate? Und dann festgestellt, die ist gar nicht so viel besser wie bei normalen Newslettern, also außerhalb der Company. Die liegt nämlich so bei 8% im Unternehmen. Und das ist schon erschreckend, ja, wenn nur 8% der Belegschaft das lesen, was der CEO gerade zu sagen hat. Dann stellt man sich die Frage, warum. Was wir auch sehen, ist, dass die anfangen, Podcasts zu nutzen, jetzt mit Cycross zum Beispiel, haben wir eine kurze Auswertung gemacht und haben gesehen, dass, wenn Episoden gehört werden, werden 50% davon vollständig gehört. Also, wir reden über, ich mache eine E-Mail auf, scroll drüber, 8% oder die Hälfte hört das Ding bis zum Ende. Was irgendwie diese Stickiness von einem Podcast, ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, ausmacht, dass wenn man was im Ohr hat und vielleicht ist man gerade, man macht irgendwas Mechanisches dabei, also man kann ja 2-3 Sachen gleichzeitig machen, sei es bügeln, spazieren gehen, den Hund aus Hundgassi führen oder was auch immer, und es dann im Ohr hat, dann gibt es gar keinen Grund, das irgendwie als nervig zu empfinden, sondern es ist eher so, dass man sagt, okay, ich tauche darin ab und das ist was ganz anderes, als wenn ich durch eine Strategie-E-Mail lesen muss. Weil das ist einfach nur nervig, meistens. Use Cases, also welche Use Cases sehen wir da? Wir sehen ganz klar, Onboarding ist ein Topic, wo man Audio-Podcasts hervorragend nutzen kann. Also das Team kann sich vorstellen, aber auch diejenige, die neu ins Team kommen, können sich wunderbar vorstellen, können ein bisschen was von sich erzählen. Gerne auch schon, bevor sie offiziell da sind. Dann hat man schon mal so einen ersten Connect und das ist besser als eine E-Mail mit Hi und dann irgendwie so ein kurzes Meetup per Teams-Call. Wenn ich vorab schon mal eine Info kriege, dann habe ich in dem Teams-Call auch nicht dieses Verstörte mit, man lernt sich jetzt mal kennen, mal gucken, sondern ich weiß schon ein bisschen was, ich weiß vielleicht, um welche Hobbys du hast, ich weiß vielleicht, dass du verrückt auf Fahrräder bist oder auf Hunde oder Katzen oder was auch immer und dann habe ich einen Anknüpfungspunkt. Dann hat das Gespräch, dass wir tatsächlich die Zeit, die wir uns nehmen, in person, also face-to-face, sei es jetzt virtuell oder physisch, treffen, einen ganz anderen Charakter.
was wir auch sehen, CEO-Message, wie gesagt, es schwingt einfach viel mehr mit. Ich glaube, alle, die hier sind, wissen, dass Audio eine gewisse Qualität hat, was Emotionen angeht. Eine E-Mail ist meistens emotionslos. Interessant auch dort, man sieht selbst in Managementkreisen und auf Executive Levels, dass in E-Mails mit immer mehr Smileys, also Emojis, gearbeitet wird, weil man eben sicherstellen will, dass was nicht fehlinterpretiert wird. Und das ist bei einer Stimme eher ausgeschlossen. Ne? Wenn ihr meine Stimme hört, wenn meine Kids meine Stimme hören, wissen die, egal was ich sage, genau wie ich es gemeint habe. In der Transformation gibt es sehr interessante Statistiken, Erkenntnisse, dass die damit beschäftigt sind, eigentlich immer den Eindruck haben, dass overcommunicated wird, also dass sie schon genug sagen. Und gleichzeitig gibt es auf der Seite der Betroffenen, die sich mit verändern müssen, eigentlich zu jeder Transformation das Feedback mit, wir hätten uns gehofft, mehr eingebunden zu sein. Also es gibt einen klaren Disconnect. Das lässt sich relativ einfach erklären, dass wenn man sich den ganzen, also man, wie läuft so eine Transformation im großen Unternehmen, man benennt jemanden, der ist dafür verantwortlich, man macht eine Agenda, da gibt es ein Team zu und die machen nichts anderes über Wochen, Monate hinweg, die diskutieren im kleinsten Detail. Und dann schickt man halt irgendwie alle zwei Wochen mal ein Update raus, so eine Status-E-Mail, 6 Bullets, mehr liest ja sowieso keiner. Und dann sollen sich die Leute abgeholt fühlen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert mit Audiogeschichten sehr viel besser. Also wenn man ein Audio-Update gibt und sagt, hey, wir haben die Woche heiß drüber diskutiert, wie wir jetzt Topic A, B, C, D machen, ob wir jetzt im Produkt in diese oder in diese Richtung gehen, das kommt ganz anders rüber und da fühlen sich die Leute auch ganz anders abgeholt, weil man hat diesen persönlichen Connect. Bei manchen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei manchen öffentlichen Podcasts, die ich höre, habe ich den Eindruck, dass ich die Menschen, die Podcaster, persönlich kenne, obwohl ich sie nie getroffen habe. Und das ist eigentlich das, was wir im Unternehmen bisher fast nicht nutzen, aber wahnsinnig, wahnsinnig viel gebraucht wird. Dann Wissensmanagement, also ganz, ganz klar, selbst wenn es um langweilige Themen geht wie Policies oder sowas. Wenn ich so ein Policy-Training, Datenschutztraining irgendwas machen muss, kann ich mir durchlesen, kann ich mir am Screen angucken, kann durchklickern. Es ist was anderes, wenn ich mir das Ding auf die Ohren packen kann und dabei eine Runde spazieren gehen kann. Und unter Umständen höre ich dann sogar besser zu und bin mehr bei der Sache, als wenn ich irgendwie nebenher im Teams-Call mit meinem Chef noch versuche, gerade mal schnell die Compliance-Schulung abzuhaken, weil die Fragen eh immer die gleichen sind. Und das sind langweilige Themen wie Compliance, aber es geht natürlich auch für, was haben wir eigentlich gelernt? Also so ein Experience-Austausch, was wissen wir vom Produkt? Stellt euch vor, der Sales kommt zurück, der mit dem Kunden spricht, kommt zurück und sagt, hab heute mit dem Kunden in einem Meeting gesessen, der fand den Teil vom Produkt richtig gut und der fand den Teil vom Produkt total kacke. Wenn das jemand, der das für das Produkt verantwortlich ist, hören kann, unter Umständen sogar den Kunden direkt hören kann, also warum nicht gerade mal das Handy mitten auf den Tisch legen und mitrekorden, dann habe ich eine ganz andere Art von Wissensmanagement. Und wir haben Offboarding. Das ist was, haben wir ein super Feedback von einem Kunden bekommen. Die haben angefangen, Leute, die in Rente gehen, aus ihrem Unternehmen zu interviewen und ihre Geschichten zu teilen. Wie ist ihre Karriere so verlaufen? Was haben die eigentlich so erreicht? Was waren so die Fallstricke und was wollen sie denen, die jetzt neu einsteigen, eigentlich mitgeben? Das hatte zwei Effekte. Das wird wahnsinnig viel gehört von denen, die im Unternehmen sind, weil sie sagen, das ist cool, das kommt mir nämlich so vor, als würde ich mit dem an der Bar sitzen und hätte nochmal die Gelegenheit, so ein bisschen Revue passieren zu lassen, wie die letzten Jahre waren. Und auf der anderen Seite, und das war das, was uns überrascht hat, haben wir das Feedback von denen, die gehen, bekommen, dass sie sagen, es fühlt sich cool an, etwas von mir dazulassen. Dass man nicht so ganz verschwindet. Man hält irgendwie den Connect. Also sie wissen, dass ihre Stimme, das, was sie da an Erfahrung geteilt haben, einfach im Unternehmen bleibt. Learnings. Christian, da habe ich eben deinen ersten Teil verpasst. Vielleicht, da können wir vielleicht irgendwann nochmal drüber chatten, das würde mich interessieren, aber unsere Learnings für Audio im Corporate-Kontext ist, es muss überhaupt nicht perfekt sein. Schon gar nicht, wenn es anfängt. Also Audioqualität und so weiter ist natürlich wichtig und wenn es rauscht und knuspert die ganze Zeit, dann ist es nicht gut, aber oft muss es kein perfektes Studio-Setting sein. Was wichtig ist, ist, dass man damit startet. Also einfach mal loslegen, die Hürde überwinden und nicht sagen, ich muss jetzt erstmal, das ist wie beim Radfahren, ne? Ich Radfahren lernen, brauche ich nicht gleich ein Bike für 8.000 Euro, sondern erstmal Fahrrad fahren lernen und dann kannst du immer noch anständiges Material dazu kaufen. Dann, es ist ein Kulturwandel, definitiv, weil auch Leute nochmal lernen müssen zu sprechen. Das ist ein gewisses Paradox aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht, weil
Sprechen ist für uns sehr natürlich. Wir kommen auf die Welt und lernen sprechen, indem wir hören und indem wir dann selbst versuchen nachzumachen und sprechen. Wir lernen ja nicht erst schreiben. Später im Job schreiben wir eigentlich nur noch und finden es plötzlich komisch, wenn wir reden müssen. Jetzt hat natürlich jeder dieses, ne, nicht jeder will vor einer großen Bühne stehen oder sowas, aber wir lassen dieses Natürliche, das wir eigentlich mitbringen, so ein bisschen, das ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten in den letzten Jahren. Und da braucht es einen Kulturwandel unserer Meinung nach, auch damit man noch mal ein bisschen asynchroner werden kann, damit man wirklich flexibel arbeiten kann. Und Ressourcen können eine Herausforderung sein im Unternehmen. Also wir sehen immer wieder, okay, vielleicht fehlt es dann doch irgendwo an einem Mikrofon oder an jemandem, der schneiden kann oder an irgendeinem, was weiß ich was. Also es fehlt so ein bisschen an Zeit, an dediziertem. Das ist immer wieder eine Challenge, wo man einfach drüber muss. Ideale Länge, was wir sehen, basierend auf den Daten, die wir haben, ist, dass es sich so um 15 Minuten rumdreht. Also wir sehen welche, die sind nur 8 Minuten lang, drunter eigentlich ganz selten. Wir sehen auch welche, die sind so 25 Minuten lang. Wir sehen kaum welche, die länger sind im Corporate-Kontext als eine halbe Stunde. Und im Schnitt landen wir so bei den 15 Minuten. Simon, wie viel Zeit habe ich noch? Okay. Dann schließen wir es auch damit ab. Was wir sehen ist momentan, wir sehen uns an einer Zeitenwende zu einer neuen Arbeitswelt. Und die entsteht dadurch, dass wir allein durch diese Pandemie neue Ansprüche an Arbeit und neue Bedürfnisse geweckt haben. Und das zeigt auch, dass das alte Verhalten, das wir bisher haben, ist nicht zukunftsfähig. Wir müssen die Art und Weise, wie wir arbeiten, überdenken. Jeder redet über Remote und sagt, die Gesetze, die Regeln geben das ja nicht her. Aber jetzt geben es plötzlich die Gesetze her, auch wenn nur auf einer Ausnahmebasis. Und trotzdem haben wir so das Problem mit unserer Flexibilität. Weil wenn ich am Strand sitze, aber von morgens 8 bis mittags um 5 einen Videocall nach dem nächsten mache, dann ist auch ziemlich egal, dass ich am Strand sitze. Das heißt, wir müssen wirklich in die Flexibilität kommen. Und das geht nur über asynchrone Arbeit. Und wir bei Cycross sind überzeugt davon, dass asynchrone Arbeit erstmal asynchrone Kommunikation bedarf. Genau, dann haben wir Audio im Corporate-Kontext, sehen wir, bringt mehr Flexibilität, es geht ohne Bildschirm, es führt zu Netzwerken von Wissen, weil man es sehr, sehr einfach teilen kann und es bringt einen gewissen Kulturwandel mit sich, der unterm Strich, wenn man es durchzieht, Leute näher zusammenbringt. Man hört sich mehr, man ist intimer, als wenn man E-Mails schreibt. Das ist eine Frage, damit schließe ich dann wirklich ab, die wir uns aktuell stellen. Können wir hybride Unternehmens- und Kulturerlebnisse entwickeln, die mit der Technologie mitwachsen und skalieren? Das ist eine sehr knackige Frage und wir denken viel drüber nach. Es braucht einen kulturellen Wandel, die Technologie skaliert, aber wie kriegen wir das eigentlich zusammen? Wie kriegen wir dieses Hybride zusammen? Wir haben in dem Bereich uns angeguckt, dass sehen Audio als asynchron, authentisch und schnell als einen Aspekt, der vieles mitbringt, aber das Potenzial zu heben bedarf viel, viel mehr als nur diese drei Attribute. Wir haben uns ausgelistet, wie es aufgeht. Ich gehe nicht auf die einzelnen Punkte ein, keine Angst, aber wir sehen so ein paar Meilensteine in den nächsten Jahren auf uns zukommen, die aus unserer Sicht einen massiven Impact darauf haben. Und damit danke ich euch ganz herzlich und weiß nicht, ob wir noch Zeit für Fragen haben, aber wenn, dann sehr, sehr gerne.